Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Wir haben eine wichtige Entscheidung zu treffen, und ich denke, weil es keiner tun würde, jeder wäre Home gefolgt oder weder Home noch Mortimer gefolgt. Ich denke, wir folgen Mortimer weiterhin, denn ich will sehen, was passiert, wenn wir dem Bösen folgen. I'm sorry, Uncle, but I've decided to follow Father. But how can you trust him? Keine Ahnung. He's my father and there's so much he has to show me. I'm not responsible for what happened to you. That's your business, the two of you. You are just as mad as he is, Louis. You'll end up just like him. It's over, brother. Don't fight it. You will be punished for this. Perhaps, but you won't be there to see it. Will you? You will be punished. Hat er den gegessen? Crazy. Auf nüchternen Magen. Episode 55, gefangen im Geiste. Okay. Azahels. Okay, so hieß der Dämon, der in der... Wo wir... Okay. Erfolgreich. Ich habe die Ordnung unter den Geistern wiederhergestellt. Ich habe Sarah Dirichet Geist getroffen. Ich habe Sir Gregorys Erinnerung in die richtigen Reihenfolge gebracht. Ich habe Emma Hillsboroughs Geist getroffen. Ich habe Emily Hillsboroughs Geist getroffen. Ich habe Azahels Geist getroffen. Ich konnte aus dem Äther entkommen. Ich habe meine Unterstützung für Lord Mortimer bestätigt. Ohne Erfolg. Ich habe versucht, Azahels Gedanken zu lesen und bin daran gescheitert. Alternative Wege gab es keine. Jetzt sind wir bei Kapitel 16 und das ist... Dann gleich dem Ende nah. So, wir haben noch 4 Punkte zu vergeben. Ich gebe mal jetzt noch ein auf Aufmerksamkeit, auf Befragung und auf Gewandtheit. Und dann noch ein auf Belesenheit. Ja, so. Hier können wir nichts hinzufügen. Irrungen und Wirrungen. Das ist ja ein geiler Titel. Ja, da haben wir alles. Ja, kann nichts auswählen, nichts gefunden weiterhin. Buh, und wir sind zurück. Nüchtern. Talent freigeschaltet. Hallöle. Ah, I... Where am I? It's all right, son. Don't panic. It's over. I'm back? Where are the guests? I invited them to go up to their rooms. They're resting. Don't worry. Gregory? We won, Louis. It's over. He's dead? Definitively. Now the way is clear. At any rate, rejoice. Great things await us. Mm-hmm. What did you do to him? I devoured his soul. You... But I didn't see you use the Holy Lance. Indeed not. I didn't need to. Can't you guess how I did it? The Lance of Longinus is just a vessel, Louis. It could have been any object that had the blood of Christ on it. The blood of an ancient, more precisely. But I didn't need the blood of an ancient. You see, I have been in dear Lord Mortimer's physical body for longer than my brother has been in Sir Gregory Holmes. Therefore, I am an ancient, Louis. Mm-hmm. Aber warum Holmes töten? He was your brother. Why did you kill him? He never meant you any harm. Oh, Louis, I am exhausted. Let's talk about this later. Ich will es aber jetzt wissen. No, tell me why now. I want to understand. Stubborn as a mule. After centuries of trying to convince him, I assure you I had no other option than to do away with him. He would never have allowed me to depose our father. In the past, he had already opposed me, and sometimes very violently. He seemed to you like a man of peace, because you did not represent any danger to him. But I can assure you, he was not. With anything to do with our father, he would be merciless. In any case, what's done is done. I'm going to rest in the dining room. Join me there when you're ready. The time has come to end this little antisocial gathering. Yo, buff. I did well not to follow home, didn't I? Come on, let's get it over with and join Mortimer in the dining room. Werden wir jetzt noch aufgehalten von irgendwas? Ich weiß nicht so.
Hier ist keiner. Right. Now's the time to join Mortimer. I won't be able to go back after. Ich habe aber alles erledigt, oder nicht? Ich könnte ja jetzt noch mit den anderen reden. Aber ich wüsste nicht, was das bringt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich keine Lust, jetzt wieder die ganze Hin- und Herrennerei. Und ich will diesen Weg ja auch eigentlich gehen, ne? Ich will das ja jetzt nicht verhindern oder ändern. Ich trete ein. Here we go. Ich trete ein. Ich will es nicht verändern. Ich will einfach mal die böse Seite wählen. Louis, I was expecting you. Do you feel better? Yes, yes. Don't worry, I'll be all right. I wanted to speak with you about what's going to happen next. But before we begin, I would like you to give me back the Holy Lance, please. Now that Gregory is gone, you won't be needing it anymore. And I prefer to put it back in its place. Ihn anlügen, die Lanze behalten. Ich will ihn erstmal anlügen. I no longer have it. Sieben, endlich geh im Arsch. Scheiße, ich kann das nicht mehr heilen. Okay, komm. Of course, here you are, Father. Thank you. Congratulations, by the way. You managed to find the right one among all the copies. I'm impressed. This conference will have been one of the most eventful I've ever known. I'll just have to take your word for it. Before I get to why we're here, you must know that I've been watching you very closely over these past few days. I was impressed by your intervention to prevent Peru from killing himself. You remind me of myself when I was starting out. As for the door of my crypt, no one had ever found out how to open it before you. You committed a serious mistake in proving unable to tell your sisters apart, causing the death of the most promising of the two. Oh. I won't lie to you, I was surprised and above all disappointed when I found out you had tried to discredit me with His Holiness by writing a letter to the Papal States. Ich dachte, da war ein Fehler. He found out. But the important thing is that you escaped the worst with Volner, because he could have killed you when you were in the guise of Piaget. Yes, it was a bit touch and go. Which leads me to a chat about what I envisage for you now. You are the chosen one, Louis. The one I've been waiting for all this time. Thank you, We are going to be able to become one. What? I don't quite follow you. Be proud of yourself, son. For you are the one I have chosen to be my next mortal coil. What? Right, but what about me? Am I imagining things, or did he just tell me to my face that he's going to eat me? Unfortunately, no. You won't survive the transfer. But I want you to know that I only select my bodies from my own children, and that you are the one who has impressed me most. It's far from being my first time, as you can imagine. I didn't think it was possible to find a more promising son than dear Augustus. You can be very proud of yourself. Wait a second. Hang on. Do you realize what you're saying? Are you insane? Oh, come, come, my son. Let's not end everything on a bad note, please. Son of a bitch. He's not going to get away with this so easily. I won't let you do it. What on earth are you thinking? That you'll be able to kill me? This is ridiculous, Louis. Come now, be reasonable. Nein! Don't fight. Nein! Nein! Scheiße! I won. Nein! Von Volner tightened his political and spiritual grip on King Frederick William. On the death of the king in 1797,
Johann retired with his wife to his country estate in order to continue his work on his theological and alchemical thesis. Manuel Godoy's close relationship with Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. He died in the company of his beloved mistress Pepita, after recovering all his titles and properties. Napoleon Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, as an exile to general indifference. During his second term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death, without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. On his return to Paris, Peyrou gave himself up to his peers of the revolutionary courts. He admitted to being implicated in several state corruption cases. Found guilty of treason toward the Republic, he was executed without a trial. Nothing more was ever heard of Lord Mortimer. His sudden disappearance was a topic of conversation in the European courts, but only for a few months. Scheiße, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir regieren zusammen die Welt. Nichts da, nein. Der hat mich gefressen. Und ich konnte ihn auch nicht mal mit der Lanze töten, weil ich nicht genug Punkte hatte. Ey, das... Oh, ich hätte keinem folgen sollen. Aber hätte das was geändert? Hätte ich ihn in dem Äffer schon töten können? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Hätte das was geändert, wenn ich die anderen noch befragt hätte? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Ach, fuck, ey. Nein, da hat der mich einfach nur aufgefressen. Toll. Ja, deswegen hatte ich auch ohne Erfolg... Ja... Er hatte die Kontrolle über meinen Geist. Ich habe das Al-Aziv nicht aufs Festland zurückgebracht, ja, weil ich da halt nicht, ne, verschwunden bin. Ich konnte ihn nicht töten und ich habe die Insel nicht unbeschadet verlassen. Super, super. Ey, das ist ja echt geil gelaufen. Das hat man davon, meine Lieben, wenn man sich auf die Seite des Bösen schlägt, ne? Nichts hat man davon. Einfach nur Kacke, einfach nur Scheiße. Ja, gut. Ich könnte jetzt wahrscheinlich zurückspringen und gucken, was wäre, wenn. Aber, ja. Was wäre, wenn, ne? Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass es was geändert hätte. Aber ich kann es ja nochmal versuchen. Ich weiß zwar nicht, wo das jetzt hier enden wird. Ah ne, wir sind zurück. Er ist immer noch tot. Ach. Das war das letzte in 5. Moment. Ich will ja mal gucken. Episoden. Was passiert, wenn gefangen im Geist? Das müsste das sein. Genau. What? But my Louis. But where Louis? You will you end up in what I'm sure. Yeah, I'm. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, aber so. I deserve a great destiny,
and I history will remember no, no me. Stand in and the sacrifices I lose the war against France, I will be doomed. Wir versuchen das jetzt mal nochmal anders hier so ein bisschen. Das Al-Azif, ja, Azif hier habe ich nicht gefunden. Also muss ich jetzt zu ihr. Sarah? Is that you? Louis? Louis, can you hear me? I'm here, Louis. Can you see me? Of course, but I don't understand. Oh, merciful heaven. You can see me. Yes, I... Louis, I don't know what's happening, but you must help me. Look, just calm down. I can't see you, Louis. I'm here right in front of you. No, I can't see you. The caves are deserted. I can't leave, Louis. Help me. You died. Died? No! What are you talking about? Komm, mach hin, Mädchen. Look, I am right here. Nein, wir benutzen gar nichts davon. Wir sind im Äther, We're not on the case. Yes, we are. I promise. There. Wir machen das jetzt. What? I am. Look. Help. You are the. Without you. Don't leave me like this. I beg you. Wir machen das jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf und Pech gehabt. Next time you want a Louis. Good luck. So, denn ich will einfach nur wissen, was passiert, wenn ich keinem von beiden folge. Help. Help me. Is anyone more? Emma? Yeah, we didn't. It's. What? It's. What? I was playing. And. What? Tell me. Emma and I'm. Every. Don't worry. Everything's going to be alright. I'm going to see if I can find Emma. I'll be right back. No, I don't want to be on my own anymore. I'll be right back. Okay? Scum! Bastards! Ja, egal wie. Sie ist immer kacke. Ich mach das jetzt halt alles wirklich nur noch im Schnelldurchlauf. What are you doing here now? You're nothing but a cat. What, please? What? I do- Louis, help, be quick. Yeah, not a... Weil ich einfach nur versuche, jetzt mal andere Entscheidungen zu treffen. Okay, okay, pass auf, wie war das? Der kommt dahin. Die kommt dahin. Der kommt hier. Der hier. Nee, so. So, perfekt. Und ich sammle die Dinger jetzt da unten, weil, ne? Vielleicht brauche ich sie ja noch. Louis, yes, I'm coming. Okay, dann haben wir jetzt hier. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Ich will das in den 12 Minuten noch hinkriegen. Jetzt kommt gleich Emily. My own sister. I should have left her to die when the Tsarina caught her. I really am so stupid. Emily? Louis? Who want Louis? In front? Louis? It's come. I thought... Das ist so traurig, ne? Das spielt keine... Aber wir machen jetzt mal eine andere Verzeihung, dass du sie verwechselt hast. Emma ist tot. Ja. Emily, I have to tell you that Emma is dead. I... Well, justice has been done. But I thought, how is it that you are here? Can you move around? Wir haben keine Erklärung, komm. Das mit den Dämonen ist jetzt, dann würde mir wieder ein Punkt fehlen. Unfortunately, I'm not going to be able to explain what's happening to us, Emily. Believe me, I'm just as lost as you are. But you can move around. Maybe because I'm not dead. If you are here without being dead, then there must be a way out. Help me, Louis. I am begging you, help me. Sie beruhigen, nichts versprechen, wir helfen, versprechen I'll wir trotzdem. Do everything I you. Yes, I must. Wait. But I must be brave, Emily. Yes, I understand. I trust. I'll be back. Louis, help. So. Don't leave me. Louis. Jetzt gehen wir hier hin. Yes. Da gehen wir jetzt aber erstmal wieder hier zu dem Dämon und versuchen, die Gedanken von dem zu lesen. Weil ich fand diese Aussage ziemlich cool. Oder vielleicht können wir auch anders reagieren. Vielleicht freundlich. Sollen wir das mal versuchen? Das wäre doch auch mal was. Also nicht die Gedanken lesen. Aber dann könnten. Aber dadurch hat man viel erfahren, ne? Who's there? Elizabeth? No, some Elizabeth. Who? Das ist so traurig, ne? Der kann unsere Gedanken lesen. Ich glaube, das würde gar nichts bringen. Dich vorstellen. My name. William Mortimer's Sohn? William Alexander. William? What's up, my son? Talk. Über Elisabeth sprechen, über die Kreaturen sprechen, die über die Situation sprechen. Elisabeth. Elisabeth. Ich dachte, Elisabeth seit, was hat Elisabeth gemacht? War Elisabeth von ihm besessen? The question is irrelevant.
Elizabeth was just a receptacle which allowed me to observe William's actions. But I didn't even ask the question. You thought it. Über die Kreaturen. Was ist hier denn los? Who do I have the honor of addressing? You are just a fool, a mere child. I have no time to waste with you. Okay. Situation. Ihm sagen, dass du Mortimer folgst. Ihm sagen, dass du Home folgst. Home wird sterben. Home wird sterben? Sir Gregory has been poisoned. Who dares attack my son? Ja. It would seem it was Lord Mortimer. William, that vile little traitor. He dared overstep our family rules. No member of the family will you kill. Mhm. The dog, he will pay for this. Okay, dann gehe ich jetzt. No, Louis, no. The longer you remain in his presence, the more danger you're in. Just get out of here. Wait. I have a proposal to make to you. Weggehen oder Vorschlag anhören? Vorschlag anhören. I'm listening. William has to pay for what he did. He had no right. Mm-hmm. No one must ever attack a member of one's own family. Mm-hmm. That is the law. If you don't want to be involved in all this, let me enter your mind. When the time comes, I will just step in. Huh? You mean like with Elizabeth? Elizabeth was not part of our family. She didn't get any choice. But you can't say it worked out well for her. What's to say that once inside he won't stay there? If I ask my children to respect the rules, then I must do so as well. So, do you accept my proposal? Also, wenn es dann soweit ist, dann könnte er meinen Geist übernehmen und dann halt wahrscheinlich gegen William vorgehen und er behauptet dann wieder, meinen Körper zu verlassen. Weil er sich an die Regeln halten muss und wir ja Teil der Familie sind. Denn das weiß er, das hat er in unseren Gedanken auch gelesen. Ich würde jetzt erstmal drauf eingehen, weil ich glaube nicht, dass wir sonst eine andere Wahl gegen William hätten, also gegen Mortimer. Also, nehmen wir annehmen. Very well, I accept. Da, jetzt haben wir einen Parasiten Good. In uns. Pursue your goal now. Okay. When the time comes, I will take care of William. Okay, gut. Kann ich mitleben, vollkommen. Ist mal was anderes, man sieht ja jetzt eine andere Entscheidung. My head. I hope I made the right choice. Ja, dann musst du dich jetzt halt mal eben, ne? So, jetzt müssen wir ja ein bisschen zackig machen hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich gehe auch ein bisschen über die Zeit, ist ja auch nicht schlimm. Aber ich wollte das jetzt absolut nicht so stehen lassen, da ich habe mich mir ja ziemlich beschissen entschieden. So, da hinten war die 1. Die Erinnerungen haben wir alle durchgehört. Da müssen wir jetzt nichts mehr hören. So, hier ist die 1. Conference 3 years ago. I'm sure he already knew I would bring this. This is the first event that brought home. Oh yeah. So, die 2 war glaube ich da. He allowed me to bring Emily back again to this conference. I'm on the right track here. So, die 3 war da. Hinten. Ich habe nämlich nur 5 weiße Punkte. Und zweimal kann ich noch die Dingens. Ich bin mal gespannt. And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? Okay. Hoppala. Jetzt wäre ich beinahe da runtergefallen. Jetzt muss ich nach hinten gehen. Warum war das noch? War das jetzt das Schachbrett? War das Schachbrett die 4. Erinnerung? Ja, ne? Ich glaube.
War Sparta war's nicht. I recalled Sparta and when he cut me off from our father and I didn't say a word. One more. And when Elizabeth. Okay, dann jetzt das. Und dann kommt das am Ende mit dem Tee. He stuffed his poor son with an occult knowledge that we usually take months to give to our children. Gut. Come to me. Puh, dann wollen wir mal sehen, wie das jetzt abläuft. Zwei Entscheidungen sind jetzt auf jeden Fall anders, also werden anders sein. Und zwar habe ich jetzt den Dämon nicht verärgert, also anscheinend der Vater von Mortimer und Home. Oder Gregory und William, wie man halt will, ne? Den habe ich nicht verärgert, indem ich seine Gedanken gelesen habe, sondern ich habe ihm einen Pakt vorgeschlagen, habe ihm alles preisgegeben und habe ihn in meinen Kopf gelassen, im Vertrauen, dass er wieder geht. So, und ich werde jetzt nicht Mortimer folgen, sondern ich werde Home, also ich werde weder Home noch Mortimer folgen und in der Hoffnung, dass der Geist von, also Dingens, der noch in meinem Kopf ist, halt Mortimer besiegt. Vielleicht kann ich dann doch noch ein schönes Ende herauskriegen für mich. Das wäre ja echt opti, ne? Opti-popti wäre das. Bin mal gespannt. No. Louis, hurry! He's coming! Ja. What's happening? William, he's going. Louis. What? But he can't even see me. Congrats. Lou, you are signing. It's over, man. A new order. Louis. I. Sagen, dass Mortimer schon da he's ist. He's here. I can. Can you. He's here. He's coming. Where? Louis. I don't want to just disappear. He's. He's. I'm so sorry, brother. There's nothing you can do to stop me now. You made your choice. I was wrong about. He's mad. He must be stopped. You can still do something, Louis. Don't worry, son. Father? I am here. You can go in peace. Father. I am sorry. Don't be. You've been infallible right to the end. I am proud all those years watching you grow into who you are today. But father, I almost... No, if your brother had not been so malicious, you would still be with us. I am here now. I am going to take care of him. Count on me to... Okay. Stop! All of you! Leave now! Aha, ich hatte gar nicht die Wahl, mich auf Mortimers Seite, also ich hatte gar nicht die Wahl, mich auf Mortimers Seite zu stellen oder mich weder auf Mortimers und Holmes Seite zu stellen. Weil der Vater von den beiden schon direkt eingegriffen hat. Alles klar. Ich konnte aus dem Erfahrung, ich habe Asaels Geist aufgenommen. Ja. Okay. Machen wir jetzt einfach dick, dick. Dick, dick. Fertig. Ist ja jetzt nicht mehr wichtig, so viel. Weil kommt ja jetzt zum Ende. Jetzt bin ich mal gespannt. Nüchtern. Okay, jetzt. Mhm. Mhm. Hallöle. Ah, William. Okay. Calm down, Louis. How dare you? Louis? Your own brother. I... Father? Gregory should have never trusted you. I knew we shouldn't have come here. No, not now. It's pointless trying to run. Scheiße. Das ist gut. Begib dich in den Speiseraum, um dich dort mit Mortimer zu stellen. Wir haben ja noch den die Spitze. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scheiße, ich hab nur 8. Louis. Ja, wer ist da? There's something I'd like to understand before we go any further. What is it that you'd like to know? First, know that you are not responsible for your father's errors. Okay. However, you must answer for your own actions. Uh-oh. I better tell him what he wants to know. Tell me, Louis, what is your share of responsibility in all this? Oh!
Lügen, ich habe auf der Konferenz für Home gestimmt. Nein, ich bin in eine Falle getappt. Nö, boah, da gehen 7 Stück drauf. Ich habe nichts getan. Ich habe auf der Konferenz für Home gestimmt. Ich habe Elisabeth gerettet. Nein, hast du nicht. Ich habe nichts getan. Das stimmt ja auch nicht, ne? Ich bin in eine Falle getappt. Ja, komm. Nothing at all. I was invited here to look for my mother, who had gone missing. You mean your sister? I didn't know that at the time. In any case, I didn't know anything about any of this. I'd never even met your two sons. And the more time went by, the more the trap closed around me. But you've survived so far. You can be proud of that. When you got wind of William's plans about the conference, did you tell Gregory? Als du von Williams Plänen für die Konferenz erfahren hast, hast du Gregory davon berichtet? Ja, hab ich. Lügen? Ja, bitte? Nein, ich hab das getan. Lügen? Nein, siehst du? Deswegen, ja. Ja, hab ich gemacht. Mir fällt gerade ein, wir haben... Unsere Mutter war unsere Schwester und wir haben gleichzeitig auch mit der anderen Schwester auch geschlafen, mit der Emily. Es ist sehr inzestiös, dieses Spiel. Yes, of course. As soon as we left the conference room. Ja, haben wir. You were right to do so. Ja. So then, what did you do to thwart William? Gar keins. Ein Brief von Mortimer an den Vatikan manipuliert. Haben wir getan. Zum Glück war ich so doof. die Lanze geschoben, ihn zu töten. Und er selbst, ein Brief von Mortimer an den Vatikan. Nein, wir haben die Lanze gestohlen, um ihn zu töten. Ja. Das haben wir getan. When Sarah told me about the power of the Lance of Longinus, I made every effort to find it in order to eliminate. You could not have given a worse answer. We are almost done here, Louis. Tell me, in your opinion, what should I do with William? Ja, da, wieso war das jetzt falsch? Ich hätte das mit dem Brief nehmen müssen, aber ich habe die Lanze ja gestohlen. Ihn einfach mal töten, ihn lebendig begraben, ihm vergeben, ihm dasselbe antun, was er Holmes angetan hat. Ich kenne die Regeln. Ihn lebendig begraben? I think you should bury him alive. For an eternal being, I think that punishment would be fitting. Because according to the family rules, we're not allowed to kill a family member. I certainly agree with you on that point. He deserves no less. I see you have understood. I believe you have earned a place in our family. I cannot wait to introduce you to the others. But first of all, William must pay for everything he has done. Let's go, now. It's time to get this over and done with. Okay, wir haben ja jetzt im Geiste mit ihm gesprochen und treten jetzt in den Speisesaal ein. Und Gott sei Dank haben wir unsere Unschuld bewiesen. Jetzt bin ich mal gespannt. William, Gregory should never have trusted you. Oh. I knew he shouldn't have come here. You evil little cockroach. No, Father, wait. It's over, my son. You've gone too far this time. Oh, Father, by the way, I have a little surprise for you. Now what have you done? Let me introduce you to my new servants. You know, I have studied our talents closely, and as you see, they are... Do you really think that mutilating your servants so that they can't hear is going to save you? Well, I admit that was the idea. You are pathetic. On your knees. Ah, I could feel you... Entering. Your ego has always been your weakness, my son. You are your worst enemy. When will you understand that no lock is impenetrable? I... No! If you're the only one who can master them, all I need to do is master you. Stop! No! You gambled. You lost. Look, Louis. Look at him. You broke the most important of our family rules, William. The one that gives meaning to all the others. Thou shalt not kill. Never, ever kill a member of our family. What's going to happen to him? He will be buried alive. But don't worry about that. It is over. Everything that belonged to him is yours now. Oh. And I am proud to welcome you
among us. Thank you. You deserve to join us, Louis. You have great potential and many things to learn. Come, come to me. I'm coming. Ja, na, ja, immerhin. Ja. Gut. Ist das denn jetzt auch gut gelaufen oder ist das jetzt auch kacke gelaufen? Frankreich, Spanien und Amerika. Ja, nett. Gefällt mir so viel, viel besser. Von Vollmer tightened his political and spiritual grip on King Frederick William. On the death of the king in 1797, Johann retired with his wife to his country estate in order to continue his work on his theological and alchemical thesis. Mm-hmm. Manuel Godoy's close relationship with Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. He died in the company of his beloved mistress Pepita, after recovering all his titles and properties. Napoleon Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, as an exile to general indifference. During his second term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death, without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. On his return to Paris, Peyrou resigned from his posting as judge at the Revolutionary Courts. He withdrew to the south of France with his daughter until his death. Nothing more was ever heard of Lord Mortimer. His sudden disappearance was a topic of conversation in the European courts, but only for a few months. Und wir? Ja, wir haben das Buch nicht. Ist ja gut. Ich habe zugelassen, dass Asael die Kontrolle über mich erlangt, um Lord Mortimer zu stellen. Ich habe Asael von meiner Unschuld überzeugt. Ich habe die Insel unbeschadet verlassen. Ich wurde Zeuge davon, wie Lord Mortimer für immer eingesperrt wurde. Jawohl. Und wir sind durch. Gut. Ja, das war The Council. Ich hoffe immer noch, dass ich es richtig ausgesprochen habe die ganze Zeit über. War ein nettes Spielchen, was sich aber dann irgendwann zu sehr mit Intrigen und alles so, ja, ne, das war mir persönlich ein bisschen zu viel, aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Ich fand's wirklich angenehm zu spielen. Dass das jetzt am Ende mit Dämonen darauf hinauslief und so, war es echt überraschend, hätte nicht unbedingt sein müssen. Die Entscheidungen hatten wirklich Auswirkungen, schlimme Auswirkungen. Wir wurden als erstes gefressen. Dann die Geschichte aber mit den ganzen Geschwistern fand ich ein bisschen too much. Also, dass Sarah, die eigentlich richtige Mutter getötet hat, die hat uns dann wie einen Sohn aufgezogen. Also unsere Mutter war so gesehen unsere Schwester. Und Emily und Emma waren auch Kinder von William und waren somit auch unsere Schwestern, weil wir ja auch ein Sohn von William waren. Und wir haben mit Emily geschlafen. Es sind sehr viele Leute gestorben. Mich ärgert es immer noch, dass wir Emma anstatt Emily ausgewählt haben. Und ich weiß nicht, wie das sonst hätte ausgehen können. Ich hatte irgendwas mit einer Schwangerschaft gelesen. Oh Gott, das wäre ja auch... Oh, wenn wir unsere Schwester geschwängert hätten. Ich weiß nicht. Es ist...
Es sind so Sachen, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich finde es auch gut, dass das mit dem Bild hinten, mit dem Asael sehr versteckt war. Und dass man doch noch diese Chance hatte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir ihn nicht reingelassen hätten. Vielleicht hätten wir dann Mortimer mit der Dingens abstechen können. Aber ich finde das jetzt so eigentlich ganz gut, dass wir ja ne, auf der Seite jetzt von ihm sind und so. Er ist ja hier der große Boss und er hat ja eigentlich jetzt so von denen so nur noch uns so. Ne, finde ich nicht so. Ich finde es gut. Es war ein angenehmes, nettes Spielchen und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.